Der Fachkräftemangel trifft auch den öffentlichen Verkehr. Neue Buslenkerinnen und Buslenker werden dringend gesucht, um ein attraktives Öffi-Angebot aufrechterhalten und ausbauen zu können. Darum haben wir uns entschieden, dass wir da in die Offensive gehen wollen mit unseren Unternehmen gemeinsam, allen voran natürlich dem Postbus, dass wir da eine Initiative starten, eine Imagekampagne, um den Berufskraftfahrer wieder hochleben zu lassen, um ihn prominent vor den Vorhang zu holen. Wir haben jedenfalls Bedarf für 100 neue Lenkerinnen und Lenker. Das Ziel ist, sie zu finden. Am Anfang ist das eine Herausforderung. Da schwitzt man und man hat Angst vor dem Ganzen, was passieren wird. Aber grundsätzlich ist alles schaffbar und ich appelliere an jeden, es ist möglich, man darf sie nur nicht verkriechen und man muss es bis daraus machen. Ist jetzt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Spaß ist eigentlich an dem Sinn, da man mit großen Auto fahren darf. Die Herausforderung liegt beim 15-Meter-Bus, in dem Sinn die Länge und die unterschiedlichen Arbeitszeiten. Man fängt früh an, man hört teilweise auch früh auf. Die Ausbildung dauert 6 bis 8 Wochen. Man wird natürlich eingeführt, wie Busfahren geht sozusagen. Und gleichzeitig stellen wir die Leute schon bei uns an und schulen sie ein in Tarife, die man natürlich können muss als Buslenker oder Buslenkerin. Es ist kein Technikberuf, es ist ein Beruf für Menschen. Ja, man befördert hier Menschen. Wir haben ganz viele Schüler in unseren Bussen sitzen und die fühlen sich wohl, wenn da ein Lenker oder eine Lenkerin drin sitzt, die sich kümmert um die Fahrgäste. Darum geht es eigentlich. Uns ist natürlich wichtig, dass die Infrastruktur im öffentlichen Verkehr funktioniert, weil viele unserer Kolleginnen und Kollegen im Lande müssen pendeln, sind zum Pendeln gezwungen und jeden, den wir vom individuellen Auto wegbringen in den öffentlichen Verkehr, ist nicht nur für die Menschen gut, sondern auch für die Umwelt gut und darum unterstützen wir diese Kampagne.